So, jetzt kämpfen wir nochmal gegen den. Ich habe das Datum umgestellt, weil das heutige Datum irgendwie nicht mehr funktioniert hat, um gegen den kämpfen zu können. Aber es funktioniert und darauf kommt es an. So, Bamelin, also virtuell ist es bei uns ist es jetzt im Spiel der 23.04., aber wir haben ja heute den 18.04., glaube ich. Stromstoß! Haben wir ja schon im letzten Part vorbereitet, dieses Streifi, um gegen dieses Bamelin anzutreten. Okay. Und tschüss. Sehr viele Erfahrungspunkte und sehr viel Kohle. Wir sind jetzt inzwischen Millionär. Wir könnten uns eigentlich auch so eine Bude herrichten, wie die sie haben. Wäre doch cool, wenn sowas ginge. In Platin konnte man sich damals eine Villa einrichten. War aber sehr kostspielig, da hätte man die Liga locker 10, 20 Mal durchmachen müssen, um alle Gegenstände zu kaufen. Aber es war auch ein bisschen toll, so ein eigenes Haus zu haben. So, Fuffler. Schade, dass es in der weißen Edition oder in der schwarzen nicht mehr gibt. Finde ich ein bisschen schade. So, Schlarpohr kennen wir noch aus dem letzten Part. Die ganzen Pokémon kennen wir ja schon. So, Chuck Norris. Du bist angeheuert und jetzt mach diesen Hasen platt. Natürlich greife ich es an mit Nahkampf. Das müsste ein Level-Up für Chuck Norris geben, Level 65. Und tschüss. Na, jetzt aber tschüss. So, Level 65 für Chuck Norris. Lernst du eine neue Attacke? Nein, schade. So, das war Numero 2. Jetzt kommt Numero 3. Das ist die alte Dame da von gestern, die gestern neu aufgetaucht ist. Machen wir die auch noch schnell fertig. Die hat drei Pokémon, darunter wieder dieses nervige Bronze, wo ich gestern schon etwas darüber erzählt habe, dass es uns immer verwirrt und so und nur durch Feuerattacken richtig gekillt werden kann. Aber zum Glück kann Streifen eine Feuerattacke. Hitzekoller! So, das müsste Streifen killen. Was? Alter! Bronze ist sehr, als ich dachte. Na gut, dann eben nochmal Hitzekoller. Das wird er, glaube ich, auch überleben, weil unser Spezialangriff gesunken ist. Wobei Hitzekoller ist ja eine. Was? Hitzekoller ist eine Spezialattacke. Aber wo wir doch drauf geschaut haben, da war es doch eine normale Attacke, oder? Das schaue ich mir jetzt schnell an, Moment. Und der Hund bellt gerade draußen. Ist ja toll. So, Hitzekoller. Spezial. What the fuck? Ich dachte, das wäre physisch. Okay, dann können wir Streich eigentlich wieder verlernen lassen. Oder habe ich vielleicht die Symbole verwechselt? Das wäre auch möglich gewesen. Egal. Bronze ist down. Mehr müssen wir jetzt nicht wissen. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Golgantis. Natürlich Saiyajin. Ist ja gar keine andere Frage, was jetzt kommt. Denn mit Pflanzenattacken können wir. Wobei, Pflanzen sind gegen Geistertypen normal effektiv, soweit ich weiß. Oder? Dann probieren wir es halt morgen mal mit Zappy-Queen, muss ich mich aber daran erinnern. Was ich wahrscheinlich vergessen werde, er versucht sich selber zu schaden, aber das funktioniert in dem Fall nicht, weil unser Pokémon unter Wasser ist. Und tschüss, Golgantis. So. Was kommt jetzt? Kangama. Ja, komm, Chuck Norris wieder ranlassen. Hurry und wir wieder Chuck Norris an, das habe ich gestern auch gesagt bei Kangama. So. Das ist der Jäger. Und das ist die Beute. Der Jäger jagt die Beute und tötet sie. Oder so ähnlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und tschüss, Kangama. So, heute gibt's, was auch immer du bist für ein Viech, Braten. So, jetzt kommt ein einer oder eine neue. Noch. So lange Zeit, mal wieder einen Pokémon-Kampf bestreiten zu können. Da kommt Freude auf. Es juckt mich schon in den Fingern. Wärst du so freundlich, dir, dich mir
im Kampf zu stellen. Ja, gut. Gerne. Was hast du für Pokémon? Wahrscheinlich nur eins, oder? 4 Stück, okay. Das ist gut. Gibt sehr viele Erfahrungspunkte. Ein Potrot. Das Pokémon mit der allerhöchsten Verteidigung ever. Nämlich hat, glaube ich, auf Level 100 einen Basiswert von 500 und wenn es ein positives Wesen hat, vielleicht sogar 600 Verteidigungspunkte. Allerdings sind die anderen Werte dafür sehr schwach. Ich glaube, den könnte man zu einem Toxin-Macher machen. Also einer, der die Gegner vergiftet und sich dann verteidigen tut oder immer wieder erholen tut. Das wäre auch eine krasse Taktik. Also zum Beispiel den Gegner erst vergiften, dann, also mit Toxin zum Beispiel. Potrot kann ja Toxin. Und dann sich verteidigen mit, ich weiß nicht, ob Schutzschild kann, aber ich schätze mal ja. Oder, und wenn es halt getroffen wird, dann später noch Erholung. Und ja, also ist gegen andere Pokémon sehr vom Vorteil. Ich glaube, das tue ich sogar in mein Team rein. Ich bin mir ganz sicher, in der weißen zumindest. Muss ich schauen. Jedenfalls Potrot nicht zu unterschätzen. Aber hier in dem Fall ist es zu unterschätzen, weil Potrot sich nicht verteidigen kann. In dem Fall, weil wir es eh mit Spezialattacken angegriffen haben. So, was kommt jetzt? Ravigator. Holen wir das Seppiquin raus? Oder? Ja, alle unsere Pokémon haben 66, außer Jack Norris und Adventi. Aber Seppiquin muss auch mal was machen. Und Pflanzen-Pokémon sind nicht so leicht zu trainieren wie andere Pokémon-Arten, deswegen kommt jetzt unser Pflanzen-Starter raus. Und was? Ja, jetzt kommt das Ravigator, genau. Laubklinge. Das ist Level 63 der Gegner und sonst hat Level 66. Und die Attacke würde. Ich wollte schon sagen, nicht überleben, aber er hat es überlebt. Und er setzt Sandsturm ein. Schadet alle Pokémon, die nicht vom Typ Stahl, Boden und Gestein sind. Jede Runde. Und, ja. So, Ravigator ist down. Was kommt jetzt? Ja, erstmal der Schaden durch Sandsturm. Aber jetzt kommt Quaxo. Das ist die andere Entwicklung von Quaputzi. Entwickelt sich, wenn man es einen Pinkstein gibt und sich und es dann tauscht halt. Ja. Aber ich finde Quappo besser. Weil Quappo noch vom Typ Kampf ist und Kampfattacken noch besser beherrschen kann und dass Kampfattacken noch Step drauf sind. So, Seppiquin ist Pokémon mit dem höchsten Level jetzt. In 67. Jetzt kommt Schlurbleck. Uiuiui. Nein, Schlurbleck hat sehr viel KP. Hier ist die Entwicklung von Schlurp. Da müssen wir Kampfattacken nutzen. Weil anders sehe ich keine Möglichkeit, es schneller down zu kriegen. Einfach eine Nahkampfattacke und du hast ausgeleckt oder so. Er streckt mir die Zunge raus, seht ihr das? Voll das Kitty. Nur Kitty strecken einem die Zunge raus. So, tschüss. Kitty Schlupf Black. Und den hätten wir auch. So, hat jetzt 8 Minuten gedauert. Ho, ho, auch im Alter macht es Spaß, seine Pokémon im Kampf antreten zu lassen. Manchmal kann so ein bisschen Aufregung gar nicht schaden. Du bist hier jederzeit willkommen und beim nächsten Mal gewinne ich. Okay, es sind nur noch 3 Plätze frei, das heißt, wir können noch gegen 3, also 3 Trainer werden noch kommen. Und zufälligerweise haben wir noch 3 Parts vor uns, glaube ich, oder? Ne, heute ist ja noch ein Part, also haben wir noch 2 Parts. Ja, gut, fliegen wir jetzt einfach mal nach Gavina. Wir suchen jetzt die 7 Weisen auf. Ey, Quatsch, nach Orion City. Eigentlich sind es nur noch 6, weil der Jesus gehört zu einem der 7 Weißen, aber der ist ja geflohen und den können wir leider nicht finden. Vielleicht findet er sogar noch, spielt er auch noch in einer Rolle in Pokémon Schwarz und Weiß 2, weil er entkommen ist. Das müsste doch was heißen, oder? Was meint ihr? Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, falls ihr da irgendeinen Verdacht habt, ob Jesus bei Pokémon Schwarz und Weiß 2 nochmal auftreten wird. Ich bin mir schon dabei sehr sicher. So, vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder fit. Ich habe die Trailer übrigens zu Schwarz und Weiß 2 bis jetzt noch nicht gesehen, weil ich einfach mich nicht voll spoilern will. Ich will das Spiel genießen können, also ja, ohne schon zu wissen, was da für Pokémon kommen und so, ne?
Oder für Trainer und so. Und die Musik finde ich natürlich am epischsten. Das ist das Wichtigste, finde ich, an Pokémon. Die Musik. Eine richtig schöne Musik. So wie wir sie hier haben in Orion City zum Beispiel. Oder hier in der Traumbranche, wo wir jetzt sind. So, letztes Mal konnten wir hier nicht rein, weil hier ja etwas den Weg versperrt hat. Aber jetzt können wir hier herein. Hat irgendein Mitarbeiter und hier liegt ein Ball, den haben wir gesehen. Naja, gut. Ist wahrscheinlich nur ein Pokéball oder sowas. Und da oben auch. Oh Gott, wir haben mich schlampig. In Parts 3 oder 4 müsste es gewesen sein. So, hier geht's auf jeden Fall hinein. Und, ja, hier sind ein paar Forscher und ja. Hallöchen. Die Pokémon sind wundersame Kreaturen. Der Kampf ist keine schlechte Methode, um sie zu studieren. Das wird heute wieder ein längerer Part als gestern, weil wir viel vor uns haben werden. Er hat ein Traumato, Psycho aus der ersten Generation. Mehr zu Hypno. Ja. Komm, lassen wir Streifi noch ein bisschen draußen und greifen mit Fuchtler einfach mal so, zum Spaß. Ja, wie alle Forscher setzt dann X-Item ein. Und tschüss, Traumato, wobei, das wird der Tag überleben, oder? Ja, knapp, aber er hat's überlebt. Und irgendwie muss er noch aussetzen, vielleicht weil unser Streifi schneller ist als sein Pokémon. Also gut. So, was kommt jetzt? Die Entwicklung Hypno, von der habe ich gerade gesprochen. Holen wir Adventimal raus. Hypno ist von Typ Psycho und kann mit Geistattacken gut gekillt werden. Was viele irgendwie nicht wissen, dass die Schwäche von Psycho Geist, Käfer und Unlicht ist. Also, naja. So, Spukball. In der ersten Generation hat der Psychotyp eigentlich ja nur die Schwäche, ja, Geist und Käfer gehabt, weil es damals noch keine Unlichtattacken bzw. Pokémon gab. Er setzt Ränkeschmied ein und erhöht einen zufälligen Statuswert von sich. In dem Fall war es der Spezialangriff. So, Spukball und Hypno ist tot. Und tschüss, gibt jede Menge Erfahrungspunkte, 3000. Somnivora! Kennen wir, ist kein großes Ding, das finden wir hier in der Traumbranche. Und zwar jeden Freitag kann man hier ein Somnivora fangen, das eine andere Fähigkeit hat als andere Somnivora. Welche das ist, kann ich leider nicht sagen. Ich glaube, da müsste ich im Wiki nachschauen, aber das mag ich jetzt eigentlich nicht machen. So, vielleicht schalte ich auch noch später ein bisschen um und dann schauen, also das Datum ein bisschen um und dann schauen wir nach, was ist für ein. Dann werden wir es halt versuchen zu fangen. Können wir ja machen. Wir haben ja Zeit in diesem Let's Play. Auch wenn Minecraft wartet, wir haben Zeit. Und so viele Parts müssen wir auch nicht mehr machen. Wir müssen nur noch die 7 Weisen machen, dann ein paar spezielle Trainer und dann gehen wir schon in die Liga und fordern Lauro heraus und dann haben wir das Spiel eigentlich schon durch, ne? Also es gibt nicht mehr so viel zu machen in Pokémon Schwarz. Ja, bald haben wir es. Mit dem LP. Also ihr solltet schon die letzte Zeit in diesem LP noch genießen und so. So, und das Besondere an diese. Wenn sie einen finden, dann drehen sie sofort um. Das sind alles Trainer. Wenn sie dich sehen, rennen sie weg. Deswegen müssen wir es so machen, dass sie dann um die Ecke schauen. Und es dann. Nein, und dass wir sie dann ansprechen können. Ungefähr so. Ich will hinter die Geheimnisse der Krallen, geheimnisvollen Kräfte. Der Psycho-Pokémon-Trainer. Der Psycho-Trainer, komm, ja. Immer wenn ich die Stimme so verstelle, dann fehlt es mir an Konzentration, das vorzulesen. War Putzi, die heißt Chun Lu, ist glaube ich ein chinesischer Name oder so. Keine Ahnung. Und hier ist Quapuzzi, das Pokémon, das sich zu Quaxo entwickelt, beziehungsweise zu Quapo. Zu Quapo. Stromstoß. Ja, wieder ein X-Tempo, also ein X-Item halt, naja. Also ich finde die X-Item allgemein nutzlos, außer X-Treffer. X-Treffer kann man gut verwenden, wenn die Genauigkeit gesunken wurde. Wir haben ja ein paar auf Vorrat deswegen. Aber ansonsten finde ich sie eher useless. Parasect. Ich habe mal auf YouTube gesehen, hat einer nur X-Items eingesetzt und hat seinen Angriff von einem Pokémon auf 6 erhöht. Also auf 6 positiv. Und dann hat er jedes Pokémon gewonnen-hittet, also daraus könnte man auch Taktiken machen mit X-Items, aber das ist allerdings auch ein bisschen teuer und kostet auch Geld. Wir könnten es ja eigentlich machen, wir haben ja 1.100.000 und noch was, Kohle bereits.
Ja, aber also, ich habe jetzt keine Lust darauf. So, Parasect ist down. Und was kommt jetzt? Es leckt mir ein bisschen, aber es hat sich schon wieder gefangen. Es kommt Somnivora schon wieder. Somnivora! Hitzekolle, Quatsch, Spukball natürlich. Sehr effektiv, ist ja vom Typ Psycho des Somnivora und Geist sind gegen Psycho very effective. Adventi hat übrigens am meisten Spezialangriff von allen nicht-legendären Pokémon, habe ich im Wiki gesehen. Oh ja, ist also ein sehr gutes Pokémon, was sie da ausgewählt haben. Ja, Somnivora überlebt das nur knapp. Warum überleben die Gegner unsere Attacken nur ganz knapp? Also das kann doch gar nicht sein. Haben die irgendeinen Fokusgurt oder sowas? Dass sie immer nur ein KP übrig haben? Egal, Spukball, tschüss. So, Somnivora hat ins Gras gebissen. Obwohl hier gar kein Gras gibt. Ja, okay. Level 65 für Adventi ist damit nicht mehr das schwächste Pokémon von unserem Team, glaube ich. Oder doch, immer noch. Naja, geil. Hier sind sehr viele Psycho-Pokémon. Ich setze mal Adventi an erster Stelle und gebe ihnen das Glücksei. Hier, Item nehmen, Glücksei, Adventi, Item geben, Glücksei. Adventi, Tausch mit Streifi an erster Stelle. Okay. Machen wir noch die anderen Trainer. Das sind auch wieder so Trainer, die abhauen, oder? Ja. Die müssen um die Ecke schauen. Und dann, in dem Moment, sprechen wir sie an. Und jetzt habe ich den Dialog nicht gelesen. Schade. Okay, was kommt jetzt für Pokémon? Oh, ich muss mal kurz was trinken. Ich glaube, ich hole mir dann gleich was. Wenn ich den besiegt habe, mach mal kurz Pause. Tanhill. Psycho Stahl. Wird zu Metagross. Kennen wir auch aus meinem Saphir-LP. Hitzekoller. Ach, geht daneben. Schade. Jetzt aber Hitzekoller. Na. So, One-Hit-Kill, da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Ein voll entwickeltes Adventi gegen ein unentwickeltes Tunnel, da kann es ja nur ein One-Hit-Kill sein. Jetzt kommt seine Entwicklung, Metang. Ja. Unser Spezialangriff ist gesunken, aber ich greife trotzdem mit Hitzekolle an. Kann ja eh egal sein. Wenn es ein One-Hit-Kill wird. Und? Wird es ein One-Hit-Kill? Ich glaube eher nicht. Doch, es ist ein One-Hit-Kill. Oh, Respekt, Adventi. Du haust da richtig rein. So, aber jetzt müssen wir dich wechseln. Dein Spezialangriff ist jetzt sehr schwach. Selbst wenn man Spupe einsetzen wird, Megalon das Überleben. Hol ich mal Alduin raus mit einer Knirschattacke. Megalon! So, machen wir mal einen Knirscher, das wird ein One-Hitten. Alduin hat einen sehr hohen Angriff. Und Megalon eine schwache Verteidigung. Oder? Boah, es hat sogar noch überlebt. Also schon wieder ist es auch knapp überlebt, das gibt's auch nicht. Also gut, ich hätte auch Body Slam einsetzen können. Spaßeshalber Body Slam! Aber Body Slam ist leider sehr ungenau in dieser Generation. War in der ersten irgendwie noch genauer, kam mir das vor. Zyta Mega, das ist die Entwicklung von diesen Zellen-Pokémon. Hat ja auch die Cutlayer in der Top 4. So, hier nochmal Knirscher. Wir hätten auch Adventi einsetzen können, aber egal. Jetzt haben wir Alduine draußen, da müssen wir jetzt nicht extra wechseln dafür. Irrschlag. Na gut, ist eine normale Attacke. Kann unser Pokémon verwirren. Die Attacke kenne ich aus der zweiten Generation. Die hatte immer dieses Ei-Pokémon, dieses, ja, da gab es auch immer solche, so ein spezielles Pokémon-Ei, wo zu 30, nee, 25% ein Shiny, glaube ich, rauskam immer. Weiß ich gar nicht. Im Namen der Traumforschung werde ich jetzt deine Träume analysieren. Hey, geh weg, ja, ich hatte heute einen Albtraum. Ich habe geträumt, dass, also, ich habe geträumt, dass ich ein Let's Play habe und mich zum Trinken geholt habe. Nee, Spaß. Mache ich jetzt aber, ich hole mir da mal was zum Trinken. Aber erstmal Adventi raus. So, ich hole mir da mal was zum Trinken, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Kampf, Hitzekoller. Komm, machen wir schnell. Er setzt Angriffsplus ein oder sie setzt Angriffsplus ein. Was will eine Forscherin mit einem süßen Pummeluff? Pummeluff ist auch süß, oder? Ist eines meiner Lieblings-Pokémon.
Aber mein absolutes Lieblings-Pokémon ist immer noch Chillabell. Dann Pico Chill und dann Pummeluff. Weil die so fluffig aussehen, ja. Oh Mann, warum setzt mir Hitzekoller ein, um das Spiel sagen durfte? Das ist das dunkelste Nachteil an Hitzekoller. Aber ich probiere es mal mit einer Spukball-Attacke. Das würden wahrscheinlich nicht one-hitten, weiß ich schon, aber. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel KP es abzieht. Wahrscheinlich nur bis zur Hälfte. Mal schauen, wie viel es abziehen wird. Ja, okay, es hat sogar gereicht, ja, aber es war auch ein Volltreffer. Da wundert es mich nicht. So, Level 66 für Adventi ist damit nicht mehr das schwächste Pokémon. Das ist jetzt Chuck Norris. Unglaublich, Chuck Norris ist das schwächste Pokémon. Oh Gott, hier nutzen noch sehr viele Trainer. Ah, der spricht uns sogar freiwillig an. Nanu, Nanu, wer bist denn du? Ich bin ein Trainer, der NBC-Cuts und Reshiram gefangen hat. Enrique. Er hat ein Starmie. Psycho Wasser. Ich wusste eigentlich noch nie so genau, dass Starmie vom Typ Psycho ist. Das weiß ich erst seit ungefähr 4 Jahren. Oh Gott. Nein, nicht Konfustrahl. Ich mach die Attacke überhaupt nicht. Seit wann kann Starmie eigentlich Konfustrahl? Also kann ja normalerweise immer so Attacken wie Genesung oder Turbo Tempo. Quatsch. Wie heißt die Attacke? Irgend so eine schwache Normalattacke, keine Ahnung wie der heißt. Wo ihn genau? Das ist ein sehr gutes Pokémon. Damit kann man auch sehr gut ein Pokémon killen. Und zwar, weil es immer auf Konter spielt. Man muss nur erahnen, welche Attacke der Gegner einsetzt, ob es ein physisch oder Spezialangriff ist. Hoffentlich kommen wir jetzt ins Spiegelcape, sonst hätten wir ein Problem. Kein Spiegelcape, kein Spiegelcape, kein Spiegelcape! Oh gut. Hätte es Spiegelcape eingesetzt, wäre Adventi down gekommen, also ja, gestorben. Das ist das. Das ist das brutale an, wo eben genau. Abgangspunkt, wenn wir es jetzt killen, dann geht auch unser Pokémon down. Das heißt, wir sollten mal passen mit der Attacke. Ich setze mal Blitz ein. Ingen hat übrigens noch die Fähigkeit auswegslos. Das heißt, wir können Adventi nicht austauschen. Er setzt da wohl 5-mal Abgangspunkt ein, weil er weiß, dass unser Adventi down gehen wird, wenn wir es killen. So, aber ich weiß, dass Abgangspunkt nur 5 AP hat. Er hat es bereits 2-mal eingesetzt. Das heißt, Abgangspunkt hat jetzt nur noch 2 AP. Das hat es nämlich zum 3. Mal eingesetzt. Na gut, dann machen wir es eben. Dann setzt man so lange Blitz ein, bis wohin genau keine AP mehr auf Abgangspunkt mehr hat. Spiegelcape. Tja. So, tschüss, aber jetzt haben wir mit Spukball. Mit Woingen noch habe ich auch immer meinen Kumpel geschlagen, da habe ich immer seinen legendären Pokémon mit einem Attacke gekillt. Ist ganz lustig, Woingen genau. Wird doch übrigens ein Team-Pokémon in einem meiner nächsten LPs sein. In einem meiner nächsten Pokémon-LPs. Welches könnt ihr euch schon denken? Aber ich werde es jetzt noch nicht sagen, weil ich nicht spoilern möchte. Nein, bleibt da! Hier, da! Nein, bleib stehen! Ich bringe meine Tage von früh bis spät ohne zu schlafen mit der Forschung zu. Deshalb frage ich mich, ob ich nicht eingenickt bin und das nur ein Traum ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So schwere Dialoge. Die haben die Dialoge extra so schwer zum Vorlesen vorgegeben oder so. Henry Maske, das heißt doch ein Boxer, oder? Adventi gegen Zombie-Woche spiele. Spukball. Er setzt X-Spezial ein, um seine Spezialverteidigung zu erhöhen. Oder so. Was ist Spezialangriff? Okay, dann erhöht wohl Zink den Spezialangriff. So, was? Ja, gut, schon wieder knapp überlebt, das gibt's doch nicht. So, hier, ein Nachschlag für dich. Und tschüss. Adventi, Level 76. Hast du Level 76 jetzt? Ja, Level 76. 67. 76 wäre schön. Da können wir ja jetzt schon die Liga. Ich werde übrigens nicht trainieren, wenn wir in die Liga gehen. Sondern direkt mit dem Pokémon von Level, was wir haben, direkt in die Liga. Aber wir leveln ja noch ein bisschen was. Vielleicht bis Level 70 leveln wir vielleicht noch. Darmhyplex, eins aus der 2. Generation.
findet man bei der Route unserer Viola City. Wie die Route heißt, kann ich nicht sagen. Denn mit Routen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Na gut, vielleicht ein bisschen. Ich weiß, dass die kürzeste Route ever Route 7 in Kanto ist. Die von Prismania City nach Saffronia City. Also das ist ja die kürzeste Route ever. Wenn man die mit anderen Routen vergleicht, wie zum Beispiel... Moment, ich lese mal schnell. Wah! Dabei hatte ich deine Schritte vorausgesehen und wollte dir ausweichen. Die längste Route, die ich kenne, ist die von Blizzard zum Kraterberg halt. Von Blizzard nach zum Kraterberg. Und zwar aus der Sinnoh-Region. Dann gibt es noch eine Route, die ist saulang, und zwar von Moment. Lavandia bis Fuxane City. Die führt da übers Meer, über so einen Wassersteg, dann über so Zäune, dann wieder übers Gras. Ja, also das ist auch eine der längsten Routen, die ich kenne. So, Panette ist down. Spooker wird es wahrscheinlich nicht überleben, nein. Und ja, Xatu, da habe ich mal den Pokémon vorhin gesehen, wo Xatu auftaucht. Da sagt immer so, Xatu, Kraftvorrat, was macht die Attacke? Was? Ach, keine Ahnung, was Kraftvorrat macht. Die Attacke kann, glaube ich, Victini, aber... Ja, die Attacke kann Victini, das weiß ich. So, war, obwohl ich vorausgesehen habe, was du denkst, habe ich verloren. Oh, mein Beileid. So, okay, hier geht's nach oben. Wo sind wir jetzt? Hier ist einer der sieben Weisen. So. Na, erschrocken? Trainer, der du unser Schloss vollkommen zerstört hast. Mich hast du jedenfalls erschreckt. Wer erschrickt, wird für eine Weile aus der Bahn geworfen. Egal ob Mensch oder Pokémon. Und dann ist man noch... dann ist man nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte. Wir wollten die Leute überraschen, indem wir unser Schloss erscheinen lassen und ihnen das legendäre Pokémon zeigen. Dadurch wollten wir ihnen die ganze Macht von Team Plasma vor Augen führen und eine neue, fantastische Welt zeigen. Das sollte sie tief im Herzen berühren und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber nachdem ich deine Stärke und die der Arenenleiter gesehen habe, frage ich mich, ob unser Plan wohl Erfolg gehabt hätte. Braucht man genau diese Stärke, um die Pokémon auf die nächste Stufe zu heben? Tut mir leid, falls ich dich mit meinem Geschwätz langweile. Hier, das will ich dir geben. Ja, alle sieben Weisen geben uns TMs. Jetzt haben wir Schwertanz bekommen, das ist eine sehr gute TM. Ceruleus heißt der. Der Traum von N. Du hast ihn zunichte gemacht. Vergiss das niemals. Hallo, ich bin von der internationalen Polizei. Und du wirst mir jetzt alles über Team Plasma erzählen, was du weißt, okay? Der Traum tanzt. Der in das Somnivore absondert. Dadurch bescherte Träume sind nichts weiter als Schäume. Nur Träume, die man aus eigener Kraft in der Tat und die Tat umsetzt, werden schließlich wahr. Danke. Abgesehen von Jesus beträgt die Anzahl der Mitglieder des sieben Weisen nur noch 5. Ich würde so gerne wissen, was in deren Köpfen vorgeht, was ihre Ziele sind. Wie dem auch sei, dann bis zum nächsten Mal. So, eine der sieben Weisen hätten wir gefasst. Und bis zum nächsten Part. Nee, Spaß. Wir haben ja noch was zu tun, ne? Ist ja noch ein großes Stück Arbeit, alle sieben Weisen zu finden. So, Beleber. Vielleicht werde ich erst drei Weise finden, die drei Weisen, wo man am längsten dafür braucht, bis wir sie gefunden haben, und dann den nächsten Part machen. Da können wir auch gleichzeitig zwischendurch noch die Pokémon-Villa da machen. Dann würde es genau aufgehen. Vielleicht mache ich das sogar. So, hier ist ein Item da ganz hinten. Ja, ich glaube, das mache ich. Hier. Es ist ein Hypertrank.
und was haben wir hier? Eine Treppe. Aber hier kann man Stärke einsetzen, um den Weg zu verkürzern. Da muss man nicht immer hier außen rumlatschen, sondern kann hier direkt reingehen. Zack. So, hier. Und hier findet man einen Somnivora jeden Freitag. Ich glaube, ich werde dann mal auf Freitag umschalten. Jetzt haben wir hier einen Traumfresser gefunden. Können wir dir irgendein Pokémon beibringen? Nein, ich glaube nicht. So, dann schalte ich mal auf Freitag um und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, es ist Freitag. Schönes, ich wünsche euch ein frohes Wochenende. Und hier ist der Somnivora. Nein! Da taucht da noch ein wildes Pokémon auf. Ah, komm, geht weg, ihr, wie heißt ihr? Zirpeise, oh Gott. Und warum ist da denn immer noch ein Safe State Load Dingszeichen? Moment, ich fix es mal schnell, bis gleich. So, jetzt ist das Ding weg. Und hier ist Somnivora. Scha, scha, scha! Hat, glaube ich, Level 50, oder? Kann das sein? Yep, Level 50 hat eine andere Fähigkeit als andere Somnivoras. Ich glaube, ein Spukball würde es nicht überleben. Ich greife es mal an Psychokinese. Denn die Attacke ist nicht sehr effektiv. Ah, ja gut. Ist ein Volltreffer. Ich riskiere es mal und schwäche es nochmal. Wenn es ein Volltreffer war, wird es einen normalen Psychokinese locker überstehen. Ja, war es auch. Und jetzt setzt Hypnose ein. Wach auf, Adventi. Kannst später auch noch schlafen. Penner. Hyperball, wir haben nicht so viele Bälle. Aber ich probier's mal. Fail. Na gut, dann probier's einfach nochmal. Ist ja egal. Und hier kann man sich übrigens auch einen Mondstein sparen, wenn man einfach einen Somnivora fängt. Denn um einen Somnium zu entwickeln, muss man einem Somnium einen Mondstein geben. Und man kann den sich ganz einfach sparen, indem man hier einfach das Somnivora fängt. Ach komm, wach auf, Adventi. Hier, 8 Hyperbälle haben wir noch. Wir haben ja so viele bei Kyurem gebraucht. Einmal, zweimal, dreimal. Gotcha! So. Somnivora. Halbschlaf. Psycho, Größe 1,10 Meter, Gewicht 60,5 Kilo. Der Dunst, der aus seiner Stirn tritt, enthält die Träume unzähliger Menschen und Pokémon. Okay, ich nenne es einfach mal, Penner. Penner wurde auf Box 2 übertragen. Schauen wir uns Penner mal an. Ich gehe da mal schnell zum Pokémon Center. Ich wollte es gerade offscreen machen, aber nee, komm. Der Weg bis hierhin ist ja nur ein Katzensprung. Ein riesiger Katzensprung. So. Orion City. Orion City, So. Na, jetzt aber da an die Box. Ich zeige euch mal die Fähigkeit von Somnivora. Und wir haben immer noch jemandes PC. Ist ja unglaublich. So, wir haben auch jede Menge Pokémon. Ist jetzt gefangen. So, Somnivora, aka Penner, kann Einigler, Beschwörung, Psystrahl und Hypnose. Telepathie, was bewirkt... Was bewirkt Telepathie eigentlich? Er kennt und pariert Angriffe von Mitstreitern. Ist also bei Doppelkämpfen gut. Ja, gut. Also falls ihr so einen Somnivora haben wollt, hier am Ehrenfreitag kann man so eins bekommen. Nun gut, Fahrrad, nein, nicht Fahrrad, sondern da. Albine und wo ist denn noch ein 7-Weise? Ich muss nachdenken. Nein, hier ist keiner. Hier sind auch keine. Hier ist einer. Am alten Palast ist eine 7-Weisen. So, okay.
habe ich damals übrigens alle selber gefunden, ohne nachzuschauen, deswegen weiß ich das auch ein bisschen so gut. Aber bei dem, bei einem konnte ich, habe ich den, da habe ich ganz lange gesucht, bis ich den gefunden habe, bis ich geblickt habe, ah ja, genau da könnte er sein. Und dann war er auch da. Halt, nein, wir kaufen uns zuerst ein paar Bälle, denn am alten Palast kann man ein spezielles Pokémon fangen. Und das möchte ich hier auch noch machen. Also wieder zurück nach Rayono City. Und Pokémon heilen kann man da auch noch gleichzeitig. Und zack. So, hier. Hi, meine Pokémon. Danke, du Trainer. Ja, ja, komm, nerv nicht. Tschüss. Ich geh gleich. Okay, ich nehme dein Pokémon-Team für einen Moment in meine Obhut. Oh mein Gott. Das ist der längste formulierte Satz, was ich je gehört habe. Ich glaube, du musst ungefähr die Sprechblase vollkriegen mit unnützigem Scheiß. So, du da. Nein, du verkaufst doch Bälle, oder? Oder bist du der Briefe verkauft? Wenn du der mit den Briefen bist, schlage ich dich. Okay, er ist mit dem TM-Themchen cool. Du bist echt voll cool, Alter. Okay, Hyperball und zwar. Ja, gut, wir haben Kohle, mehr als genug. Auch wenn wir nicht mehr so viele Bälle brauchen, ich kaufe mal 100, was soll's. Und machen wir es mal so. 1, 2, 3. Jetzt haben wir 100 Hyperbälle und immer noch 1.200.200. Moment, ich lese mal schnell vor. Wir haben 1.228.905 Pokédollar. Und es leckt auf einmal so. Brutal, ich hasse es, wenn es leckt. Und jetzt geht gar nichts mehr. Warum leckt so? Ich dachte, sowas hätten wir hinter uns. Bis zum Ende dieses LPs. Oh Gott. Bist du so blöd, eine Tür zu benutzen? Leg over. Dum, dum, dum. Oh Gott, oh Gott. Wo ist das Fahrrad? Wo ist das Fahrrad? Ich glaube, ich muss da ein paar Anwendungen schließen. Ich dachte, ich brauche hier nicht. Oh, weil es wird sich gleich wieder fangen. Das ist wahrscheinlich nur ein Desmume-Hänger. Ja, jetzt geht's schon wieder. Okay, das war ein Desmume-Hänger. Den habe ich mal ab und zu mal. So. Na gut, lenken tut's immer noch ein bisschen. Ich gebe es zu, auf dem normalen DS ist es schneller. Aber nur weil die Macher ja keine Emulatoren unterstützen. So, hier jetzt nach oben. Hier ist ein Truck. Nein! Sowas mache ich gar nicht. Haben wir noch Topschutz? Bestimmt, ne? Makabaya! Marakamba, sorry. Marakamba! Willst du dich wirklich mit uns messen? Komm, geh pennen oder sowas. Lass mich in Ruhe. Ich schick dich in die Wüste. Ach, ich vergaß, wir sind ja schon in einer Wüste. Okay, okay. Nein, nicht das. Immer gehe ich auf Select, wenn ich Start öffnen möchte. Dabei hatte ich Start doch gerade offen. Ich habe mal gerade wieder nicht nachgedacht. Okay, wo ist der Topschutz? Topschutz, Topschutz. Topschutz. Hier. Topschutz. Okay, jetzt kommen wir hier ganz locker rüber. Hier wieder ein bisschen rennen. Rennen ist gesund für die Beine und für die Ausdauer. Und hier ab durchs Tor. Oh, obwohl ich hier unnötig finde, dass hier ein Tor ist. Ist da was im Mülleimer? Nein. So, hier ist der Doktor. Da hätten wir vorhin auch rein können. Wobei können wir. Oder ne, Makabai hat uns ja. Marakamba hat uns ja nicht geschwächt. Makabai ist ja das Pokémon da in der Wüste da. In diesem alten Palast. So, hier. Da ist der. Da ist die Ruine. Hey! Professorin Esche, was wollen Sie denn hier? Hallo Kevin! Als ich von der Pokémon-Statue erfuhr, bin ich sogleich aufgebrochen, um sie eingehend zu studieren.
Bei diesen Pokémon-Statuen handelt es sich in Wirklichkeit um echte Pokémon. Genau gesagt um Flampivian. Sie befinden sich in einer Art Trance und sind regelrecht zu Stein erstarrt. Meine Berechnungen zufolge beträgt ihr Alter gut und gern 2500 Jahre. Ungefähr zu dieser Zeit muss es sich auch zugetragen haben, dass sie in ihrem Dämmerzustand verfallen sind. Da es sich also in etwa mit der Epoche als die Zivilisation, die uns diese Ruine hinterlassen hat, auch auf zu dem Gipfel ihres kulturellen Schaffens war und der alte Palast in voller Pracht stand. Es ist gut möglich, dass sie dieser Stätte einst als Wächter dienten. Meines Erachtens handelt es sich bei diesem Zustand, in welchem sich diese Pokémon befinden, weniger um einen tiefen Schlaf, als vielmehr um eine Art von Meditation. Ich bin mir sicher, dass sie zu neuem Leben erwachen, wenn man sie aufweckt. Und nun halte dich fest, ich weiß sogar, womit man sie aufwecken kann. Nämlich mit diesen Wutkeksen hier. Und daher schenke ich dir auch gleich einen. Okay, danke schön für den Wutkeks. Man kriegt auch Wutkekse, wenn man in der MS einer Royal bestimmte Trainer bekämpft hat. Nun gut, dann werde ich da mal zum Pokémon-Labor zurückkehren. Bis bald. Ja, Pirti. Pirti, ich sag Pirti, oh mein Gott. So, möchtest du der Pokémon-Statue einen Wut... Nee. Möchtest du der Pokémon-Statue einen Wutkeks anbieten? Ja. Die Pokémon-Statue reagiert auf den Wutkeks. Die Statue war tatsächlich ein rundes Flampivian. Kaum, dass es erwacht ist, stürzt es sich auf dich. Okay, hier ist das Flampivian. Es hat Level 35, glaube ich, oder? Ja. Ah, ich bin so gut. Ich bin so gut und dann sehr gut. Okay, können wir leicht besiegen mit einer Spuppe-Attacke. Wir können es auch fangen, aber ich habe jetzt keine Lust, es zu fangen. Wir haben ja später noch genug Probleme. Wir können auch Psychokinese verwenden. Flampivian ist ja ein Kampf-Pokémon. So. Was? Keine, nicht sehr effektiv? Also kein Kampf-Pokémon? Doch, Flampivian ist ein Kampf-Pokémon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, egal. Wir haben nur einen Wutkeks, die anderen können wir mit anderen Wutkeksen aus MS einer Royal wiederbeleben. Oder beziehungsweise wiederwecken. Naja, das ist wieder... Das ist, sind wieder diese... Diese Dinger da, diese... Strudeldinger da, keine Ahnung. Treibsand, genau, Treibsand. Müssen wir runter. Hey, nein, ich will nicht, nein! Hoffentlich weiß ich den Weg noch. Ich bin nicht so oft im alten Palast. Scheiße, warum bin ich gerannt? Wenn man rennt, dann fällt man schneller da rein. Man muss also laufend darüber gehen, sonst passiert einem sowas wie mir jetzt gerade. Scheiße, wieder da hoch und dann verschwinden dann wieder ein Topschutz. Okay, dann darüber jumpen. Nein, ich bin schon wieder gerannt. Nein! Vielleicht war es jetzt sogar der wichtige Weg. Okay. Oh, ich muss kotzen. So, hier ganz normal rüberlaufen. Nicht rennen. Rennen verboten. So, hier müssen wir runter. Schutz ist. Wird nicht mehr. Moment, neuer Schutz. Okay. Wir haben noch 34 Schutz. Das reicht bis zum Ende des LPs. Das kann ich euch versichern. Hier liegt ein Item, aber das habe ich. Wir haben jetzt keine Lust, das zu holen. So, jetzt sind wir wieder hier. Und hier geht's rein in irgendeinen. Keine Ahnung, Punkt. Dam, hier ist ein Team Plasma-Schwuchtel. Oh, ist der schnell. Der sollte bei den Paralympics auftreten. Ja, Paralympics, weil er behindert ist und zwar im Kopf. Verflixt. So, Team Plasma. Einer der letzten Team Plasma-Hype im Spiel, Rabigator. Hast du dir wohl im alten Palast gefangen und auf Level 64 trainiert, ne? Tja. Okay, ich muss wechseln. Es ist mir zu riskant, falls eine Unlichtattacke wie Knirscher zum Beispiel jetzt kommen wird. Saiyajin, machen wir ihn mal ein bisschen nass. So. Schmarotzer. Okay, ich greife an mit Taucher.
Und schwupps, ab in die Tiefe. Kill, 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 kill. Ja, sehr schön. Wenn ich kill sage, dann funktioniert es irgendwie. Anscheinend soll ich mal bei einem Cup mit einem Carpet oder das Tackle kann gegen einen Rayquaza Level 100 antreten und dann sagen kill, kill und dann wird es sogar klappen. Viridus, einer der sieben Weisen, sucht hier im alten Palast ein Pokémon. Und ich sollte dafür sorgen, dass er dabei ungestört ist. Aber ich bin so schwach, so dämlich, dumm. Töricht, der letzte Kehricht. Kurz gesagt, ich bin unfähig. So, hier geht es glaube ich nach unten. Ich weiß den Weg ungefähr. Ja, ich weiß den Weg, richtig, richtig. Ich weiß den Weg, ich bin ein Profi. hier geht es glaube ich lang, dann... Oder geht es da lang? Keine Ahnung. Kann sein, dass es falsch ist, oder? Ja, ist sogar richtig. Dann ist hier lang. Oh, da hat jemand eine Säule umgeworfen. Unglaublich. Ah, hier ist er. Hey, du! Viridus, ich werde das Pokémon Ramot hier im alten Palast fangen, um Jesus zum Geschenk zu machen. Oder besser gesagt, das war mein Plan, aber dem Finstrio zufolge ist Meister Jesus irgendwo im Ende verschwunden. Die sieben Weisen. Sieben sollen es sein. Sieben stehen für eins. Der Sinn dieser Worte will sich mir jetzt nicht mehr erschließen. Vielleicht wurden wir ja nur ausgenutzt. Auf jeden Fall hat es sich ausgeträumt. Und das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Meister Jesus hat es mir gegeben, doch ich fürchte nicht, wofür ich es jetzt noch einsetzen sollte. Gedankengut. Erhöht Spezialangriff und Spezialverteidigung. Könnten wir Advent hier geben. Möchte ich allerdings nicht. Unser Schloss liegt jetzt auch in Trümmern, genau wie der alte Palast. Doch es gibt da noch einen Unterschied. Der alte Palast zeugt noch heute von einer glorreichen Epoche. Unser Schloss aber wird für die Nachwelt ohne jede Bedeutung sein. Hey! Jo, also, ich bin von der internationalen Polizei und du wirst mir jetzt alles über den Plasma erzählen, was du weißt. Meinetwegen. Allerdings wissen wir noch nicht viel über Jesus und N. Ach, verdammt, übersprungen. Donkey, Alter, warum hast du einen Dialog übersprungen? Bist du behindert oder so? Abgesehen von Jesus beträgt die Anzahl der sieben Mitglieder von der sieben Weisen nur noch, vier. Ich würde zu gern vorher wissen, was in deren Köpfen vorgeht, was ihre Ziele sind. Bis zum nächsten Mal. Yo, bis dann. Wo geht's denn hier entlang? Aha, okay. Irgendein Thronsaal oder etwas? Was ist das? Oh mein Gott! Ein nicht legendäres Pokémon, das ist Ramot, die Entwicklung von Ignivore. Sowieso! Hat Level 70. Das ist am Typ Feuer und Käfer. Und hat die Fähigkeit Flammkörper. Und ist das stärkste Käfer-Pokémon, das es gibt. So, Hitzekoller, es ist ja... Und es kann Käfer gebrummen. Unglaublich. Eine der zweitstärksten Käferattacken. Die stärkste ist, glaube ich, Vielender. Hitzekoller. Ah, überlebt. Das überlebst du doch. Nein, so geht doch. Ramot, ich bin stolz auf dich. Und jetzt werden wir dich fangen. Und zwar mit einem Hyperball. Wobei, wir haben noch andere nutzlose Bälle, ich hau die erst einmal weg. Heilball. Ja, der wird sofort ausbrechen, oder? Ich hätte gelacht, wenn wir Ramot mit dem Heilball gefangen hätten. Das wäre lustig. Okay, Käferattacken sind gegen Geister nicht sehr effektiv. Wusste ich bis jetzt noch nicht. Aber ich bin froh, dass es so ist. So, wieder Ball. Ja, wir haben ja schon einen Ramot, ne? Fangen wir uns einfach noch eins, weil wir noch gar keins haben. Wir sofort ausbrechen, ja. Käfer gebrochen. Vielleicht hätten wir das Omnivora mitnehmen sollen, weil das Omnivora kann ja Hypnose. Damit hätten wir noch eine leichtere... können wir es noch leichter fangen eigentlich, als es jetzt schon ist.
selbst mit den Wiederbällen und den unnützen Bällen hätten wir es schon fast gefangen. Ich hab's ja gesehen, vorhin mit dem Haiball ging es ganz gut. Okay, er hat seine Falterregenattacke eingesetzt. Die ist sehr gefährlich, die Attacke. Er erhöht die Initiative und den Angriff. Dann kann man leicht Killer-Kombis machen. KK-Killer-Kombis. Er sollte es auch nicht so oft bauen, weil sonst haben wir später ein riesiges Problem. Ich glaube, jetzt fange ich langsam an mal... Nein, nicht das, sondern ich fange mal langsam an mal Bälle, also richtige Hyperbälle zu schmeißen. So, später, falls er alle unsere Pokémon killen sollte, haben wir immer noch einen Timerball. Okay, ein Hyperball springt einfach weg, als wäre das gar nichts. Hitzewelle, danke, Feuerfänger. Erhöht die Stärke von Feuerattacken. So, jetzt Hyperball. Einmal. Ist, glaube ich, das letzte Pokémon, was wir in diesem LP fangen werden. Das war Silberhauch, nicht wahr? Oh, man. Okay, Saiyajin. Ich könnte es ja noch weiter schwächen, ein bisschen ein paar Mini-KP noch abziehen mit Laubfing oder so, aber das ist ein bisschen unnötig. So, Hyperball noch. Und, bist du drin? Komm schon, geh rein. Geh rein, sage ich. Hast du nicht auf mich gehört? Ich sagte, du sollst in dem Ball bleiben. Ich habe Motten bis jetzt immer gehasst und ich hasse sie jetzt auch immer noch. Okay. Aber Chuck Norris wirst du nicht killen. So, jetzt nochmal den Hyperball. Jetzt bleibst du in diesem Ball, denn ich sag's dir. Sonst erlebst du die Wut von Chuck Norris. Hitzewelle. Eine Feuerattacke. Chuck Norris wird es überleben, weil Chuck Norris hat ja die Fähigkeit Robustheit. So, nochmal Hyperball. Es gibt uns immerhin eine Runde. Jetzt bleibst du aber drin. Hallo? Ich sagte, bleib in dem Ball und jetzt ist nochmal Hitzewelle ein. Oh meine Fresse. 0,1 KP abgezogen. Wow. Okay, wir haben noch 4 Pokémon, 3 haben wir nur noch Serpikwin. Ich probiere es mal mit Laubklinger, wo ich glaube, dass Ramat schneller ist und mit Hitzewelle unser Serpikwin one-hitten wird, aber egal, Laubklinge. Yep, Ramat ist schneller und Silberhauch ist sehr effektiv. Das wird ein One-Hit-Kill. Er hat ja noch Falterregen angesetzt und das ist jetzt die Konsequenz. Okay, wir haben noch 2 Pokémon. Alduine. Und du bleibst jetzt in dem Ball. Wehe, du setzt nochmal eine Käferattacke ein. Das wäre nämlich sehr effektiv, weil Käferattacken sind sehr effektiv gegen Unlicht-Pokémon. Bleib im Ball, bleib im Ball, bleib im Ball. Hallo? Er erhöht weiter seine Werte. Seufzt. Du bleibst in dem scheiß Ball. Du Rahamotte. Überall. Einmal. Da hat man gerade einen Pixel von Ding gesehen, von Trigefalo. Und das war's für Trigefalo. Trigefalo ist down. Eieiei. Okay, jetzt haben wir nur noch unser Streifi. Ich bin schon im Gedanken, ob ich es killen soll. Ist zwar ein gutes Pokémon, Ramot, ja, aber... Es ist nervig, es zu fangen. Ach, wisst ihr was, ich kill's einfach. Ne, Ramot ist zwar stark, ja, aber... Scheiße! Er ist schneller. Okay, wir wurden besiegt von einem Ramot. Naja, gut. Vergessen wir das Ganze. Oh, 8000 haben wir verloren. What the fuck? Naja, gut, dann ersparen wir uns einen lästigen Rückweg. Ist auch schön. Gut, dann suchen wir noch einen der 7 Weißen und dann beende ich den Part auch. Dann suchen wir die anderen morgen.
Also, Pokémon, Aluine fliegen nach... Der nächste, der sie weisen, ist hier, im Tiefkühlcontainer. Deswegen fliegen wir jetzt nach Maria City. Nein, das war übrigens der erste der sieben Weisen, den ich gefunden habe. Nein, jetzt aber... Nein, nein! Ich will Select haben. Select, wo ist Select? Achso, Select ist hier. Gut, dann will ich Select mal finden und dann öffne ich dauernd Start, wo ich immer, wenn ich Start öffne, immer Select finde. Irgendwie ein Teufelskreis. Okay, so, hier ist der Tiefkühlcontainer. Und jetzt schlittern wir einfach mal da schnell durch. Oh, mir ist kalt. Erinnert mich an Let's Play Crash Daisies, aber ist mir egal. Oh. Okay. Ich weiß sogar noch den Weg. Und beim ersten Schlag ist er cool. So, hier drüber schlittern, zack. Und da drin ist er. Der dritte der sieben Weisen. Ist er nicht kalt? Du schon wieder. Du kommst vor lauter Wissbegier, ja. Komm zur Ruhe, Trainer. Lass mich deine Neugier Genüge tun, indem ich dir mal was erzähle. Man atmet ein und atmet aus. Das Herz erschlägt. Man lebt, also man existiert. Mehr jedoch nicht. Das allein gibt mir noch nicht das Gefühl, wirklich am Leben zu sein. Um sich wirklich lebendig zu fühlen, ist es nötig, eine ganze Bandbreite von Emotionen zu erleben. Freude ebenso wie Trauer. Bei mir war es Jesus, der mir das Gefühl vermittelt hat, tatsächlich am Leben zu sein. Was er damit genau erreichen wollte, das ist doch überhaupt nicht wichtig. Wie du siehst, zittere ich. Ich leide zwar unter der Kälte, aber ich bin am Leben. Die Pokémon und die Menschen leben zusammen. Sie helfen und vertrauen einander. Das ist zumindest mein Eindruck. Was ich mich dann aber frage... Besteht eigentlich wirklich die Notwendigkeit, dem Pokémon die Freiheit zu schenken? Das ist ein Widerspruch, der mir erst jetzt im Gespräch mit dir bewusst geworden ist und über den ich erst einmal nachdenken möchte. Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Hier ein kleines Zeichen meines Dankes. Klauenwetzer erhöht den Spezialangriff und den normalen Angriff. Meister Ein hat mir immer einmal Folgendes gesagt. Er möchte, dass die Pokémon die Möglichkeit bekommen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Aber irgendetwas sagt mir, dass die Pokémon dies auch mit der Beziehung, die zwischen ihnen und den Menschen derzeit besteht, anstreben können. Jo, okay, hier bin ich wieder. Also, ich bin von der internationalen Polizei und ich möchte, dass du mir alles über Team Bosma erzählst, was du weißt, yo. Mir ist hier wirklich zu kalt, ich habe das große Zittern und Schlottern mittlerweile echt satt. Wenn du mir ein wenig Zeit zum Überleben gibst, erzähle ich dir, was ich weiß. Bring mich also bitte hier heraus. Vielen Dank, yo. Abgesehen von den sieben Weisen beträgt die Anzahl der Mitglieder der sieben Weisen nur noch drei. Ich würde zu gerne wissen, was in deren Köpfen vorgeht. Was ihre Ziele sind. Bitte noch weiter. Bis zum nächsten Mal, Alter. Okay, ja. Das war jetzt der letzte, den wir gefunden haben. Die anderen drei finden wir im nächsten Part. Oh, mir ist auch kalt. So, verlassen wir erstmal den Tiefkühlcontainer, bevor ich hier noch eine Erkältung kriege oder sowas und dann wieder keine Parts machen kann. So, okay. Pokémon, fliegen wir jetzt einmal zurück nach Ondula, damit wir auch morgen wieder sofort wieder die Villa machen können. Und hier sind wir. Und jetzt sind wir bei einer Stunde Aufnahmezeit und zwar genau...
Komm schon, muss doch schnell. Ich will den Part eine Stunde genau haben. 8, 9. Okay, bis zum nächsten Part. Ciao.